So in the morning we were led by the Holy Spirit to focus on the power of resurrection and also the new wisdom. Heute Morgen hat der Heilige Geist unsere Aufmerksamkeit auf die Kraft der Auferstehung und auch auf Weisheit gelegt. So wisdom is not a very small thing, it's a very great thing, so that we understand beyond our understanding. Und Weisheit ist nicht etwas Unwichtiges, Nebensächliches, sondern sie ist ein zentraler Punkt, denn wir brauchen die Weisheit für unser Verständnis. So Jesus himself is a wisdom. Jesus himself is wisdom. Jesus selbst ist Weisheit. That's what St. Paul said, God sent him as wisdom for us. Und der heilige Paulus sagt, Gott hat ihn für uns als Weisheit gesandt. To understand this more strong, more clearly, we must recognize Jesus is the light of the world. So what is that light? Um das klarer zu verstehen, müssen wir uns klar machen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Was bedeutet es, das Licht? That light is a illumining wisdom which removes the ignorance. Dieses Licht ist erleuchtende Wahrheit, Weisheit, die die Ignoranz, die Dunkelheit vertreibt. Now we go to the book of wisdom. Wir gehen in das Buch der Weisheit. The book of wisdom, chapter 7, 12 says, Im Buch der Weisheit, Kapitel 7, Vers 12 heißt es, resplendent and unfailing is wisdom, and she is readily perceived by those who love her. Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, sie richtig zu gebrauchen, wusste aber nicht, dass sie auch deren Ursprung ist. I think it's quite different. Yeah, a little difference. Also ein wenig ist die Zählung wahrscheinlich unterschiedlich. No, it is okay. 7:12. You are right. I was wrong. Also ich habe das Richtige vorgelesen und Thomas Paul hatte eine andere Stelle. Yes. 7:12. And I rejoice in them all, because wisdom is their leader, though I had not known that she is the mother of this. Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, sie richtig zu gebrauchen, wusste aber nicht, dass sie auch deren Ursprung ist. So this is Solomon, after a lot of prayer for wisdom, he got wisdom. Also, he got another wisdom, that is, he realized that the wisdom is the mother of everything. Also, wir sehen hier Salomon nach einem langen Gebet um die Weisheit, und er hat die Weisheit bekommen. Zusätzlich hat er aber auch noch die Weisheit über die Weisheit bekommen, und er hat erkannt, dass die Weisheit der Ursprung, die Mutter von allem ist. In another way, when we pray for wisdom, we pray with this understanding, if we get more wisdom, we can do many good things. Anders gesagt, wenn wir normalerweise um Weisheit beten, dann wünschen wir uns, die Weisheit zu bekommen, weil wir durch sie viele gute Dinge tun können. Correct? So that was his understanding too earlier. Auch das hat er auch so gedacht früher. So the previous word, what 11 says, all good things together came to me in her company and countless riches at her hands. Und es heißt in Vers 11, also dem Vers vorher, zugleich mit der Weisheit kam alles Gute zu mir.
Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Yes. And maybe we read from verse 7 onwards. Und wir lesen vielleicht ab Vers 7. 7, very easy to remember. Weisheit 7, Vers 7. Onwards, yeah. Daher betete ich. Therefore I prayed and prudence was given to me. I pleaded and the spirit of wisdom came to me. Daher betete ich und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. I preferred her to scepter and throne and deemed riches nothing in comparison with her. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. That is very great. He, the king, the great king, he says, I considered wisdom greater than his kingdom, his throne, his kingship. Und das ist eine ganz große Aussage, denn Salomon war so ein großer König und er sagt, ich ziehe die Weisheit all meinen Reichtümern, sogar meinem Thron, meinem Königtum vor. The priority, see, that is the way he understood that his kingdom, his kingship is nothing, his throne is nothing before the wisdom of God. Such great is wisdom of God. Und Salomon hat verstanden, dass die Weisheit so groß ist, dass all sein irdischer Besitz, seine Macht als König, sein ganzes Königtum nichts bedeutet his im Vergleich, throne. Sein Thron nichts bedeutet im Vergleich mit der Weisheit. And verse 9, nor did I liken my price, any priceless gem to her, because all gold in view of her is a little sand. And before her silver is to be accounted mere. Kein Edelstein stellte ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Leben. Yet beyond health and comeliness, I loved her, and I chose to have her rather than the light, because the splendor of her never yields to sleep. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihrem Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Wow. Yet all good things together came to me in her company, and countless riches in her hands. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. And I rejoiced in them all, because wisdom is their leader. Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, sie richtig zu gebrauchen. Then he is speaking something different now. Dann sagt er etwas anderes jetzt. That is very important. Und das ist sehr wichtig. Now after having so much wisdom, he realized. Nachdem er so viel Weisheit bekommen hat, bemerkte er. He realized, though I had not known that she is the mother of this. Ich wusste aber nicht, dass sie auch deren Ursprung, deren Mutter ist. All what he received is good, but now he got another wisdom. Alles, was er bekommen hat, ist gut, aber jetzt hat er noch eine andere Weisheit bekommen. Now look here, this is my pen. Schauen Sie hier, ich habe einen Kugelschreiber. Now what he meant is, he understood now wisdom is the mother of all these things. That means, so King Solomon meant to say, I am only a pen in the hands of wisdom. Also durch die Weisheit hat Salomon begriffen, dass der Ursprung von all dem die Weisheit ist. Und er sagt gleichsam, in den Händen der Weisheit bin ich nur so ein Werkzeug, ein Kugelschreiber. It is not that when we get more wisdom, we work with wisdom. Instead,
the wisdom work with us. Es ist nicht so, dass wenn wir mehr Weisheit bekommen, dass wir dann mit der Weisheit arbeiten, sondern umgekehrt, die Weisheit bedient sich unserer als Werkzeug. Die Weisheit arbeitet mit uns. Versteht? Ja. That is difficult to get this knowledge. Das ist schwierig zu verstehen. Es ist schwierig, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Let us pray, O Holy Spirit. Beten wir, Heiliger Geist. Give us that understanding. Gib uns dieses Verständnis. That gift of wisdom. Diese Gabe der Weisheit. To recognize. Um zu erkennen. That wisdom is the mother of everything. Dass die Weisheit die Mutter von allem ist. O Lord, you created everything with wisdom. Herr, du hast alles mit Weisheit erschaffen. We are ready to be a pen in the hands of wisdom. Und wir sind bereit, so ein Schreibzeug in den Händen der Weisheit zu sein. All what we do, alles was wir tun, let you, wisdom, you do using me. Gebrauche mich dafür, du Weisheit, führe du mich darin. O wisdom, O Weisheit, take control of me. Übernimm die Herrschaft über mich. Take control of my life. Übernehmen die Kontrolle über mein Leben. Take control of my apostolate. Übernimm die Herrschaft über mein Apostolat. You do it. Tu es. O wisdom. Weisheit. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Fill us with that wisdom. Erfülle uns mit dieser Weisheit. Fill us with that wisdom. Erfülle uns mit dieser Weisheit. O Holy Spirit. O Heiliger Geist. Fill the whole world with this new wisdom. Erfülle die ganze Welt mit dieser neuen Weisheit. With this understanding. Mit diesem Verständnis. This wisdom who worked with God in creating this beautiful nature, beautiful world, sun and moon and stars and sky. Die Weisheit, die mit Gott zusammengewirkt hat in der Schaffung, in der Schöpfung all dieser Gestirne und des Himmels und der Erde und allem, was darauf ist. Oh, you work with me. Arbeite du mit mir. Use me. Gebrauche mich. You do the work here now. Du sollst hier die Arbeit tun. Holy Spirit. Heiliger Geist. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Fill me with that wisdom. Erfülle mich mit dieser Weisheit. Help me to understand beyond my understanding. Hilf mir zu dieser Erkenntnis über mein Verstehen hinaus. Give me that. Gib mir das. Give me that. Gib mir das. Yes. Now continue what 13 and 14 says. In Kapitel 7, Vers 13, 14 heißt es. Simply I learned about her and ungrudgingly I share her riches. I do not hide away. Uneigennützig lernte ich und neidlos gebe ich weiter. Ihren Reichtum behalte ich nicht für mich. For to man she is an unfailing treasure. Ein unerschöpflicher Schatz ist sie für die Menschen. Those who gain this treasure win the friendship of God. Alle, die ihn erwerben, erlangen die Freundschaft Gottes. Now, if you gain this wisdom, we become friends of God. Das heißt, wenn wir diese Weisheit bekommen, dann werden wir Freunde Gottes. God can talk to us mysterious things. Gott kann zu uns sprechen, geheimnisvolle Dinge uns mitteilen. And hidden things. Und verborgene Dinge uns mitteilen. What do you share with your friends? Was tauschen wir mit unseren Freunden aus? Very personal things. Ganz persönliche Dinge. Like that God will talk to us. Und so wird Gott mit uns sprechen. But if you are not understanding what God speaks to us, aber wenn wir nicht verstehen, was Gott zu uns sagt, so we need a wisdom to understand the mysteries of God, what he wants to speak to us. Wir brauchen also Weisheit, um zu verstehen die Geheimnisse Gottes und das, was er zu uns sagen will. And all what God speaks
is eternal. It is not temporal. It is not for a moment. It is not for the world alone. It is for eternity. Und alles, was Gott spricht, ist für die Ewigkeit. Es ist nicht vorübergehend. Es ist nicht zeitlich. Es ist nicht für diese Welt allein, sondern für die ganze Ewigkeit. So that's why it says, to man she is an unfailing treasure. Unfailing means it is a never-ending treasure. Und darum heißt es, die Weisheit ist ein unerschöpflicher Schatz für die Menschen. Das heißt, ein Schatz, der nie zu Ende geht, ein ewiger Reichtum. Yes, it is ewiger, ewiger. So, endlich und Ewigkeit. Also Endlichkeit und Ewigkeit. Yes. So, wisdom of God is eternal. Die Weisheit Gottes ist unendlich. But wisdom of the world? Die Weisheit der Welt ist vorübergehend. Wisdom of the world is endlich. Endlich.